Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schaffen es. Das ist die Botschaft, mutig, ganz klar solidarisch, aber sie weckte auch manchen Zauderer, sie weckte auch manchen, der etwas dagegen tut. Genau deshalb ist es höchst wichtig, dass wir etwas tun, um dieses Zitat zu untersetzen. Es bedarf der klaren Ansage, wer ist wir? Die Weltbevölkerung? Schwierig. Sie blutet an vielen Stellen dieser Welt. Die Europäische Union? Wohl kaum. Wir hier in der Verantwortung als Bundestag, als Bundesregierung, aber auch vor Ort in den Ländern, in den Kommunen. Und wenn man sich genau anguckt, wer das Gros der Aufgaben bewältigt hat, so sind es in den Kommunen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber vor allem auch Vereine, Verbände, ehrenamtlich Tätige in ganz hohem Maße. Und hier muss man noch einmal sagen, ich bin wirklich begeistert, dass so viele Menschen nach wie vor uneigennützig mitarbeiten und auch nicht aufgeben bei dieser Hilfe und Unterstützung. Denn es fehlt neben dieser Aussage des Wirs vor allem auch die Unterstützung und die Aussage dazu, was wir erreichen wollen und wie wir das erreichen wollen. Und hier ist dieses Integrationskonzept, was eigentlich von allen angefordert wird und dringend notwendig wird, das, was das Gebot der Stunde ist und wo klare Aussagen gebraucht werden zur Untersetzung dieser Aufgabe. Dieses Integrationskonzept muss Aussagen enthalten. Aussagen zu ganz wichtigen Fragen, natürlich die Sprache. Wir haben hier gehört, es gibt die Integrationskurse, viel zu wenige, ganz klar. Aber es gibt auch die Entscheidung, dass Menschen, die nicht in die optimistische Prognose kommen, dass sie dort nicht mehr teilnehmen dürfen. Stellen Sie sich das mal vor, dort geht der Lehrer früh rein und sagt, ihr dürft hier nicht mehr teilnehmen. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die unsere Hilfe und unsere Unterstützung wollen. Wir brauchen klare Aussagen, wie die Teilhabe am Arbeitsmarkt möglich ist. Und da sage ich ganz deutlich, die Teilhabe aller Menschen am Arbeitsmarkt. Hier brauchen wir Lösungen. Und wir wissen, das wird alleine die Wirtschaft nicht stemmen können. Deshalb ist hier staatliche Unterstützung durch entsprechende Arbeitsmarktprogramme gefordert. Das verlangen wir und das muss klar untersetzt werden. Wir brauchen einen Zugang zu Bildung für alle im Übrigen. Hier für die Kindertagesstätte genauso wie für die Schulen, für die berufliche Bildung. Und hier ist es auch wichtig, dass die Schulpflicht nicht am 18. Geburtstag aufhört, sondern dass sie fortgesetzt werden können. Wir haben von Schicksalen gehört, dass Menschen über Jahre nicht zur Schule gehen konnten. Sie müssen das mit dem Sprachschwierigkeiten gepaart nachholen. Also müssen hier Voraussetzungen geschaffen werden. Und natürlich müssen auch alle einen Zugang finden zu einer höheren Bildungspolitik. Die Anerkennung von Berufsausbildung, von Studien, das alles muss geregelt werden, damit dieses möglich wird. Ja, und nicht zuletzt, auch die Finanzen müssen geregelt werden. Wenn den Gemeinden und Kreisen die Aufwendungen nur zu einem geringen Teil erstattet werden, so wird das zu neuen Schwierigkeiten in den Kommunen führen. Deshalb müssen wir hier Aussagen treffen, wie wir helfen können. Ich war kürzlich im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Dort hat der Kreis schon seit vielen Jahren 100 Millionen Euro Schulden. Sie müssen trotzdem zusätzliches Personal einstellen, wollen Sie auch, damit Sie helfen und integrieren können. Und Sie haben eine hohe Aufgabe zu leisten bei der Unterbringung von nicht begleiteten Jugendlichen. Also etwa 7 Millionen Euro wird das zusätzlich in diesem Jahr kosten. Wir brauchen eine Ausstattung, die demgemäß ist. Und da kann der Bundesfinanzminister nicht sagen, die Länder haben einen Überschuss, jetzt seht mal zu, wie ihr das hinkriegt. So werden wir es nicht lösen. Wir werden die Aufgabe nur lösen, wenn wir gemeinsam Bund, Länder und Kommunen und die vielen Ehrenamtlichen an der Aufgabe arbeiten. Das ist das Einzige, was zum Erfolg führt. Vielen Dank.